So Leute und damit herzlich willkommen zum wohl nervigsten Teil in The Legend of Zelda The Wind Waker. Dieses Mal wieder dabei der gute Alex. Auch das letzte Mal in dem Let's Play. Alex. Du bist nicht das, du im Endboss dabei. Nee, du bist nicht beim Endboss dabei. Ich bin böse. Auf jeden Fall geht's jetzt in die Halle der 100 Prüfungen. Auf die ich mich so sehr freue. Im letzten Part habt ihr ja alles gesehen, was uns noch gefehlt hat. Eine Schatzkarte hat uns sogar gefehlt. Und ich würde sagen, ich flieg mal darüber. Ausgerüstet bin ich ja hoffentlich genug. Aber ich muss dich da, glaube ich, sogar verbessern. Du meinst, das ist jetzt der nervigste Teil, der kommt. Ich finde den nervigsten Teil aber gerade hinter uns. Herzteil suchen. Ja. Hatten wir eigentlich recht schnell. Ja, die Schatzkarten heben, das habe ich mal gemacht mit meiner Schwester, als mir LW war. Gut. Und das ist nicht mitkommentiert, ne? Wieso? Ich habe stumm das gemacht. Jetzt wissen alle, dass ich das nachts mal gemacht habe um 3 Uhr. Nee, jetzt wissen es alle. Okay, rein da. Ja, jetzt wissen es alle. Jo, okay. Da drüben gibt's Feen, da will ich mir eine noch mitnehmen. Zack. Stup. Es ist ja sehr blindless, das Let's Play, also. Ich habe auch Blind nicht reingeschrieben. Ich habe es nämlich schon mal durchgespielt, bis auf zu dem Teil, der jetzt kommt. Wir müssen ja die Triforce-Teile sammeln. Ist ja kein Spoiler mehr jetzt. Okay. Ich speichere zur Sicherheit. Nicht, wenn ich Game Over gehe, dann, jo, ne? Pech gehabt, jetzt halt nochmal holen. Glaube ich zwar nicht, dass das sagen würde, aber. So, was steht denn hier? Verwunschener Irrgarten. Jener, der dort den goldenen Splitter sucht, eine Karte zu ihm gut in diesen tiefen, tiefsten Tiefen der Finsternis. Okay. Wir suchen aber das letzte Herzteil da unten und das holen wir uns jetzt einfach mal, würde ich sagen. Nee. Und ich drehe mal meinen Fernseher laut. Jo, mein Fernseher-Sound hätte ich vorher leiser drehen sollen. So geht sterben. Einfach Dreh-Spamming. So. Ich also lässt. Ha, 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 ha. Was denn? Ja, nur das. Das höre ich ja nicht. So, ich habe meinen Fernseher jetzt mal leiser gedreht. Wir haben schon mal hier durchgeschafft, ohne einen Treffer zu erleiden. Ich bin gut. Und los geht's. So, was haben wir hier? Oh nein! Ja, supi. Da wurde ich getroffen. So viel dazu, kein Treffer. Mhm. Da wurde ich jetzt leider getroffen. Und nochmal, Alter. Diese schönen nervigen Geräusche machen. Ja, nee. Die Nerven so. Teilweise kriegt man auch voll Schiss, wenn du so alles ganz ruhig und plötzlich. Ah, ja, scheiß Bastard namens Gegner. Lass dich aber auch von alles und jedem treffen, ne? Ja, ich merke. Ich bin nicht gut in Wind Waker. Ich bin so oder so überhaupt nicht gut in jedem Zelda. Du hast ein Schild. Benutze ich nicht. Merkt man. Ich kann das nicht hinten und vorne benutzen, das Schild. Ja, du kannst aber auch wegspringen. Egal, du kommst mir immer aufs Maul. So. So, das mache ich jetzt mal auf Nummer sicher. Auch wenn das eh noch die leichtesten Slimes sind. Ja, du auch noch. Nein, die grünen sind die leichtesten. Nee, die grünen, die ducken sich. Die roten, die machen gar nichts. Die roten triffst du aber im Ablock gar nicht, ne? Doch. Och nee, nicht ihr. Aber fliegt doch immer zuerst. Ne? Ihr seid scheiße. So, ich konzentriere mich mal auf einen. Auch wenn das schwer ist, wenn der weggeht. Kann ich mich auf dich konzentrieren? Ich merke gerade, ich soll mein Schwert rausholen. Oh, das ist dumm gerade. So, einer down. Jetzt geht's auf den zweiten. Ja, komm runter, du Penner. Ja, der haut. Der ist abgehauen.
Oh oh, stirb! Der muss sterben. Dann ist jetzt der dran, auf den kann ich mich mal so richtig konzentrieren, dann töte ich den mal so richtig skillhaft. Flop! Okay, wo ist der eine hin? Ah, der kommt da hinten wieder runter. Den will ich auch skillhaft töten. Komm! Flop! Ah, das ist schön. Belässt du diese Attacke? Das ist ja keine normale Konterattacke. Doch. Muss nur warten und dann A-Knopf drücken. Ja, da habe ich mich jetzt echt unnötig treffen lassen. Oh, nee. Okay, nervige Gegner und Fledermäuse. Waren dort? Nee, das waren... Oh, und jetzt kommen die Penner, ne? Ja. Okay. Wir sind in Ebene, Alex. Keine Ahnung. Gut. Aber wir können uns wenigstens dreimal voll heilen, ist das Gute. Ah! Das war mies jetzt. Da hat meine Attacke nicht richtig funktioniert. Ja. Boah. Sehr schön. Nächste Ebene. Alex, kommentier mal ein bisschen. Ich konzentriere mich hier mehr aufs Spiel. Ja, was soll ich kommentieren? Ja, wir sehen inzwischen die Typenwandlungen, brennende Fledermäuse und die ganz normalen. Das sind echt viele Viecher. Goblins? Whatever. Nee, nicht reinrennen in die Flammen, das wäre fail. No, und hier ist Zappenduster. Mhm. Deswegen tragen die Fackeln. Es wäre toll, wenn die mal Heilung da lassen würden. Dumm, dass sie das ja aufgestellt haben. Ich glaube alle 10 oder so eine Heilung. Echt? Das wäre schön. Ja, alle 10 oder 15. Das wäre echt schön. Na, ich kann ja meine Ultra-Attacke nutzen, wenn mal zu viele Gegner da sind. Oder alle 25. Oder alle 100. Nein, ich glaube, 10 war das. Ja. Da, siehst du? Echt, haben wir erst jetzt 10 ja, Rubine! Jom, jom, jom. Das Herz. Ja, no, Herz. Rubine! Herz. Tja, das, ja, wenn du jetzt da hoch bist, dann bist du wieder ganz oben. Dann bin ich wieder weg. Okay, Ebene 11. Hassgegner. Hassgegner! Gut, was ist denn wieder treffen? Ich hasse diese Gegner. Oh, es kommen noch richtig lustige. Ich glaube, die hast du mehr. Ich weiß, welcher der letzte ist. Und da hätte ich eigentlich lieben gern die letzten Pfeile. Das ist Link selber. Schattenlink. Klar, nicht geraten. Das wäre lol. Ich weiß, dass das Schattenlink. Okay, grüne Slimes. Stirb. Siehst du, die ducken sich, dann kannst du die nicht angreifen. Deswegen. Es ist Links Schwester, die muss schon antreten. Und sie sieht, dass sie tot. Okay, die kommt von oben. Die kommen von oben runter. Wie zu Earthbound Black. Nö, hier kommt keiner mehr. Ich gehe sogar ganz vorsichtig hier lang. Weil ich Angst habe, dass die auf mir drauf landen können. Dein Gehirn aus da oben, oder was? Nee, ich meine Schaden und so. Okay, so komische Dekoranas. Flash fressende eine Pflanze und läuft erst direkt in die erste rein. In die zweite auch. Ich hasse die wollen bei Ultra, die wollen dein Fleisch fressen, nicht du ihres. Muss nicht in sie reinlaufen. Sag. Warum kannst du helfen mit Boomerang oder so? Weil ich das so mache, in Skill-Version. Am Herz verloren. Scheiß. Ja, Skill-Version heißt sich erstmal treffen lassen. Boah, meisterhaft.
Okay, die Penner kommen wieder, würde ich sagen. Ja, das nächste Mal andere. Die sind grün. Ich würde echt gern mein. Ja, jetzt zahlt sich eh nicht mehr aus, aber egal. Ach, der lebt noch. Warum lebt der Typ noch? Stier, wenn du mich getroffen hast. Ich hab den doch voll weggerannt. Wow. Die tollen Geräusche, wie Link schreit. Ihr Penner also. Seid die Nächsten. Das war ja doch mal ein Mini-Boss-Kampf, oder nicht? Ja, das war ein Mini-Boss. Die tauchen zu 4. oder 5. auf und treffen dich jetzt ganz normal an. Die waren toll. Hassgegner? Hassgegner plus fleischfressende Pflanzen? Noch besser? Was ja, dann ist uns noch ein Hassgegner gewesen. Stirb. Nee, kannst du da vom Boomer runterholen, ne? Ja, ich kann sie mit dem Dekoblatt auch runterholen, aber so gehen die sofort down. Ja, aber du wolltest ja keine Pfeile verbrauchen. Also zumindest nicht so viele. Wäre schon gut. ja, aber die töte ich so. Einfach weil ich die dann von der Ferne angreifen kann. Ist mir lieber. Ach, das sind solche Bastarde drin. Interessant. Stirb. Wow! Dich wollte ich nicht. Könntest du mir gefallen, mal das Ding abpassen, ne? Welches Ding? Den letzten Krug da hinten. Bevor der am Tisch rausspringt. Nee. Warum auch? Dann war noch ein Pfeil weg. Ja, oder mit dem Pummerang, ne? Oder so. Das war Skill grad. Skill ist was anderes, aber es war schon nicht schlecht. Das war ein gutes Timing, sagen wir so. Es wäre toll, wenn ich aufladen könnte, aber die greifen mich eh sofort. Ich hab aufgeladen. Das kann niemand sagen. Und jetzt kassiere ich wieder übel. Weg mit dir. Tschüss. Und zack. Soll ich vielleicht wieder mal eben kommen? Will ich eine Heilung? Gleich, dann schlage ich mich ja echt gut. Nee, doch, hier nach. Oh, nee, das sind die Mini-Bosse gewesen. Ja, und die noch die komischen Viecher da. Da. Weg mit dir! Ja. Weg mit dir! Das Bild laggt überladen. Sehr schön. Klein Bastarde kleben noch an mir dran. Ja, die Zähne nicht. Kannst du bitte auch einfach in die Klippe springen? Oder ich mach's skillhaft. Der Ultra macht's immer anders als geplant. Du hast Magie verschwendet. Oh yeah, ein lilaner Rubin. Ja, es gibt schon weniger Heilung, wie man merkt. Was willst du dir ein? Nee, es waren diesmal nur 2 Heilkrüge. Bevor du überhaupt irgendwas kriegst. Okay, wir sind auf jeden Fall schon nächsten Bereich. Ja, ja klar, Hassgegner nochmal. Na, scheiße. Schlecht. Übelst schlecht. Burnley. Yo. Du bist ein Penner. Und ich gebe so was. Yo. Anstrengend. Das ganze Schüttel und Gedreh. Nicht dein Ernstspiel. Die Gegner hier. Ich hasse die Gegner. So, jetzt ein bisschen Konzentration. Konzentration. Double? Double. Okay, schön. Konzentration.
Einmal treffen Start lassen. Der Person. Einmal treffen lassen, das finde ich schön. Das kann ich mir noch erlauben. Oh, okay, die sind einfach. Also, wenn du keine Bomben machst, ne? Mm. Wo die Bombenpflanzen, oder? Ja, da hinten sind Bombenpflanzen. Ah, ja, ich erinnere mich, die sind suizidgefährdet danach. Ja, und die Bombe habe ich echt gut geworfen. Da muss ich zugeben. Die hat total gesessen. So, jetzt wird Suizid gefährdet. Boom. Düdel-düdel-düdel-ding. Und tiefer. Was haben wir hier Schönes? Ich werf einfach mal eine Bombe dahin. Oh, du bist böse. Lol. Gelbe Slimes? Seit wann gibt es die? Was können die? Elektrisieren. Ich dachte, das können nur die blauen. Hä? Ich dachte, das können nur die blauen. Nein, die gelben, die waren doch im Turm der Götter, waren die drin. Echt? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das hast du doch sogar aufgenommen. Ach nee. Schon noch schnell zu tun. Hätte ich das anders gesehen?